Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Konzentrieren wir uns auf die Abwehr und gehen davon aus, das Spiel zu verlieren. Demütig sein, gut sein und dann schauen wir mal weiter. Wie viele Spiele habe ich denn eigentlich noch? Es sind noch über 10, oder? Spät ist es jetzt? Okay, also ich schaffe jetzt wahrscheinlich noch 4 Spiele. Also die Aufnahme und dann noch eine. Dann muss ich erstmal pausieren. Und dann muss ich schauen, wie es weitergeht. So. Team ist jetzt gar nicht mal so krass. Also klar, Sturm, also Abwehr ist vor allem ziemlich schwach. Also der Torhüter mit 81er. Aber es war, glaube ich, Butland, ne? Ja, den sieht man echt super selten mittlerweile. Bailey und Koscielny sind natürlich gut im Verteidigen, aber der Torhüter ist nicht wirklich krass. Aber Sturm ist natürlich wieder ein bisschen nervig mit Jesus und Martial. Und naja. Schauen wir mal, er geht, denke ich mal, aufs 4-1-2-1-2. Bisher nicht. Oh, 4-2-2-2, auch interessant. Machen wir mal, dass Jesus nicht rumnervt. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns. Verteidigung vor allem ist wichtig. So, da gut stehen und dann schauen wir mal, wie es geht. Aha, da kommt direkt ein Foul, was nicht gewertet wird. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da wollte ich nicht hinpassen. Oh, wir haben ja einen Ball, habe ich gar nicht gemerkt. Schöne Grätsche. Hat zu lange gedauert. Nein! War leider noch klären an. Das wird schwer, der Gegner spielt gut. Geiler Pass. Oh, danke, Origi. Danke, danke, danke. Das hast du klasse gemacht. Wie du da Werner den Ball quasi wegnimmst und zum Gegner gibst. Krass, dass der Pass ankommt. Krass, dass der Pass wieder komplett falsch geht. Scheiß Lacker, ey. Klar, es ist meine Schuld, weil der Pass da irgendwie sonst wohin geht. Weiß ich nicht, ob ich schlecht gezielt habe, falsch aufgezogen habe, keine Ahnung. Egal, wir drehen das Spiel, versuchen es zumindest. Ich werde es sowieso verlieren, aber wie gesagt, der Gegner ist auch gut, deswegen wird es wahrscheinlich eh nichts werden, aber was soll's? Danke, Kimmich.
Wieder so ein Drecksstarter mit dieser komischen Sonne, ey. Das tut so weh in den Augen. Komm, och Mann! Elfmeter, wird wieder nicht gepfiffen, danke. Krass, das war eigentlich ein Foul. Haben wir mal Glück, aber ist auch kein entscheidendes, denke ich, es sei denn, wir schießen jetzt ein Tor. Ach, scheiß Gegentor. Ich weiß halt nicht, ob es mein Fehler war, ob ich schlecht rausgespielt habe oder ob es halt einfach wieder Pech war beim Rausspielen. Aber egal, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Spiel, deswegen werde ich auch die Formation erstmal nicht wechseln. Was hat denn Origi da gemacht? Ich war nicht mehr am Sprint. Ich habe den Ball nicht vorgelegt. Also weder auf Vorlegen gedrückt, noch war ich am Sprint. Ich weiß nicht, warum er sich den so weit, also so komisch weggespitzelt. Nice luck. Nice luck.
doch! Mach doch einen normalen Pass, wenn ich einen normalen Pass spiele! Muss halt wieder den Laufpass nehmen! Als ob das da irgendwas bringen würde, ey! Dieser scheiß Butland, ey. Das ist doch nun echt nicht gut. Er fängt den da einfach. Nice luck. Naja, ich habe ja gesagt, wir werden es wohl verlieren. In dem Fall ist es auch wieder unverdient, aber scheiß drauf. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, vielleicht schaffen wir noch den Ausgleich. Und lange keine Verlängerung mehr. Logisch sollte der Ball da nicht hin. Aber okay, bei Kopfbällen ist es halt manchmal so. Also einfach dranbleiben, war ein bisschen glücklich, aber insgesamt verdient, denke ich. Schwieriger Abschluss, gutes Tor von Werner. Mir war halt Glück wieder, aber ich meine, ich habe eh zu Werner gepasst, aber trotzdem Glück, dass er dann abgefälscht da hängen gegangen ist. So, Ausgleich. Schaffen wir dann noch das Spiel zu drehen in der regulären Spielzeit, das wäre natürlich cool. Schade. Oh, Ecke, nice. Eigentlich schon dran. Verlängerung, komm, habe ich gesagt, dass wir lange keine mehr hatten, gibt's eine. Elfmeterschießen hatten wir, glaube ich, erst einmal in der Weekend League und ich habe es verloren, zu Recht. War echt scheiße, aber meine Elfmeter waren auch irgendwie nicht so gut in letzter Zeit. Ah, Pass war klasse.
Oh, ich hab doch direkt geflankt. Nice. Schade. Wie das Alu. Schade, gut gespielt. Billig, wieder probiert einfach über außen durchzugehen. Oh, fuck! Oh, zum Glück. Ah, die Grätsche funktioniert von Sokrates oder mit Sokrates. Oh, das zweite Mal, Alu, wieder Arangis. Fuck! Wer ist sowas von verdient? Oh, ey, das war doch kein Foul! Naja, egal. Wir sind immer noch der Bessere. Es steht unentschieden. Wir haben zwei Alu-Treffer. Könnten hier verdient 2, 3-0 führen. 2-1, 3-1 führen. Alles ist gut. Wenn er jetzt ein Tor schießt und gewinnt, scheiß drauf. Ich meine, zweimal Alu, was soll ich machen? Waren auch keine hundertprozentigen Chancen, man auch zu geben, aber Alu ist Alu. Langsam wieder frisch, muss ich zugeben. Aber ich glaube, jetzt habe ich keine Zeit mehr, mein Pullover wieder anzuziehen. Deswegen warte ich. Es müsste ja auch gleich die reguläre Halbzeit sein. Oder war das jetzt Halbzeitpause oder war das jetzt die Pause, die er eingegeben hat? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, es ist die Pause, die er eingegeben hat. Ja. Danke, Radegi. Wichtig. Der Berberspin war gut. So, jetzt zieht mein Pullover wieder an. Ist doch etwas frisch. Gegner hat kein einziges Foul, okay, obwohl dort 11 Zweikämpfe war, ne? Okay. Das war richtig scheiße, aber hat zum Glück nicht ganz so viele Leute da. Oh, ey! Das ist doch kein Foul, Mann!
Nice luck. Da wollte ich überhaupt nicht hinpassen. So krass. Ach, wieder die Arroganz zu denken, dass man den Gegner ablaufen kann. Das ist immer scheiße. Also die erste Hälfte der Verlängerung habe ich definitiv besser gespielt. Wollte ich es, glaube ich, nicht so sehr erzwingen. Tja, geht's wirklich in den Elfmeterschießen? Okay, konzentrier dich, verschieß keinen. Fuck, ich habe so schlecht gezielt bei den letzten. Das ist oft so, wenn die den ersten verschießen, dann schießen sie meistens den zweiten in die Mitte und jetzt habe ich fast schon gewonnen. Oh, richtig gewesen und trotzdem nicht gehalten, schade. Hallo und drin, sehr geil. Was geht! Verdient gewonnen! Super souveränes Elfmeterschießen. Ein bisschen glücklich der letzte Schuss, aber vorher ja auch schon richtig gewesen. Das erste war auch Glück, dass ich in die richtige Ecke gesprungen bin, aber dann halt in der Mitte stehen bleiben. Wie gesagt, es passiert ziemlich oft, wenn die den ersten verschießen, dass sie dann den zweiten in die Mitte schießen. Weil sie dann unsicher sind, wo sie hinschießen sollen. Ja, geil. Dann jetzt auf zu den Brasilianern. Unspektakulär. Werner und Arangis machen die Scorerpunkte. Oh, nach 12 Spiele, krass. Wie spät ist es? Okay, ja. Ne, Moment mal. Schaff ich da. Ich glaube, da schaffe ich doch nicht noch. Gerade jetzt durch diese Verlängerung und das Elfmeterschießen, ich glaube, dann schaffe ich doch keine weiteren zwei nach dem. Vielleicht schaffe ich noch eins. Oh Gott. Und dann habe ich immer noch so viele Spiele vor mir. Oh, ist das eklig. Aber es läuft ganz gut mittlerweile, muss ich sagen. Vielleicht kriegen wir doch Gold 2 wenigstens hin. Oha, was haben wir denn da? Neymar schon wieder. Den haben wir irgendwie auch. Ja, doch, einige. Er ist dann halt doch nochmal einiges um einiges preiswerter als ein Ronaldo oder so. Deswegen sieht man dann doch einen Neymar häufiger. Na komm. Oh nein! Ich war vielleicht nicht ganz so dran, wie es hätte sein müssen, aber er schießt dann unter Gustavos Fuß durch. Eklig. Naja, was soll's. Dann haben wir jetzt genügend Zeit, um den Rückstand aufzuholen und wahrscheinlich verlieren wir es sowieso, aber egal. Wir haben jetzt auch schon zwei Spiele gedreht. Toll.
Also der Pass kann doch niemals so geplant gewesen sein, war eh abseits, aber trotzdem. Oh Gott. Okay. Scheiße, die Schüsse verkacke ich irgendwie in letzter Zeit ziemlich häufig. Gehen immer so hoch. Krasser Schuss, gut gehalten von Buffon. Richtiger Strahl. War eigentlich ein Foul. Gegner macht's gut, ich mach's schlecht. Ganz einfach. Abseits zum Glück, weil es wäre schon wieder Lack gewesen. Verstehe ich nicht, war ein normaler Pass. Selbst wenn der Torhüter da einen Laufpass draus macht, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss da mal auf die andere Formation wechseln. Ich habe nicht das Gefühl, dass die funktioniert. Läuft einfach zu gut meine Räume zu. Er ist nicht kürzer gekommen, ich hatte leider schon auf Passen gedrückt. Wozu noch warten? Das funktioniert nicht mit der Formation. Wir probieren mal die.
Hat sich ja richtig gelohnt, seine kurze Ecke. Ja, da wollte ich hinpassen. Natürlich, ins Torwart-Eck oder was? Ist auch wieder komplett gelohnt, diese kurze Ecke. So ein dummer Lacker, ey. Ich bin die ganze Zeit dran. Trotzdem kann er natürlich mit Sané einfach einen riesen Bogen laufen, weil kein anderer was macht. Oh. Da wollte ich nicht hinpassen. Krieg es aber auch besser bisher als ich, von daher gewinnt er hier verdient. Ich habe doch schon dreimal auf Passen gedrückt.
Ah, der hat auch Promis. Hey. Nice luck. Hat er leider gut gemacht, das muss ich zugeben. Verstehe ich nicht, warum das kein Abseits ist. Egal, bis zum nächsten Mal.